Gott sei Dank. Das ist ein bisschen schlumpf, wir sind verwöhnt worden beim Flug. Zufrieden mit den Temperaturen? Ja, es ist gut anders. Hervorragend. Also, wie am Schnürchen gelaufen. Yes! Ja, zu warm soll es nicht sein, zu kalt auch nicht. So eine gute Kühlschranktemperatur, so ein Hopfenblütentee oder ja, man kann es auch anders bezeichnen. Als Bier kann man es auch bezeichnen. Und auf das freue ich mich jetzt. Auf die 200, wo vorne der Einser weg ist, weil ich schon so alt. Nein, ich freue mich eher auch. So wieder los, glaube ich. Ich bin ein bisschen verschwitzt da jetzt. Ja, einfach ein bisschen was Kühlendes. Ich freue mich auf das, dass ich mich freue. Vielleicht freue ich mich doch auf ein Bier. Ja. Die Elisa, 46 Fuß. Ein Großraumdampfer aus Deutschland. Das ist ein Bavaria 46 Style. Oh, das ist elegant. Nero ist eine richtige Industrieküche. Da wird sich der Erich richtig austoben können. Bierwurst, Wasser. Ganz was Furchtbares. Den Clubstander heute halt heimlassen. Wenn euch das was sagt, was das ist. Das ist die SCB-Fahne, die wir um einen Wach hinlassen. Endlich, ja, endlich laufen wir auf. Sämtliche Leinen werden losgelöst. Rene, du kannst einmal anfangen. Gehen wir schauen. Von Standerl ist. Von keinem Standerl. Da haben wir nicht da, der uns bewahrt vor aller Trunkenheit und bösen Weibern und solchen Zeug. Jetzt bitten wir halt den Neptun, dass er das erledigt. Und der kriegt den ersten Manöverschluck. Boah, das war eine dreifache Menge jetzt. Ja, freuen wir eine schöne Woche wieder mit euch, Burschen. Und ja, gut Wind, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, was soll sein. Ne? Passt, Prost! Ja. Das ist alles so, ne?
ein alter Seebär aus. In eine wunderschöne Bucht werden wir jetzt fahren. Wir müssen uns einmal waschen. Picken alle noch von gestern. Und der Hannes, glaube ich, macht schon ein Frühstück für uns, eine Eierspeise und so. Die müssen wir auch zu uns nehmen. Obergeil. Wir sagen, jetzt sind wir ganz schön nass geworden. Ganz lange erfrischt. Also wird es denn da so warm, wo du geschwommen bist? Wir bedanken uns beim Bohnen Hannes für diese wunderschöne Ohrenschweiß. Ich habe mitgenommen heuer, das ist einer meiner Lieblingsweine, Ried Mortal Riesling, erste Lage aus dem Jahrgang 2016. Ein mega Zugang gekommen, eine Spannung, also ich hoffe, dass er euch ein bisschen schmeckt. Ja. Und es geht uns hervorragend. Darf ich noch daheim wen grüßen lassen? Ich möchte noch ganz, ganz liebe Grüße nach Hause an alle, die mich kennen, und natürlich an meine Schatzi, die Doris, die diese Woche auf mich verzichten muss, gell? Bussi. Na super! Ich finde das super! Die lassen mich da hängen! In Sardinien. Und wo genau weiß ich auch nicht. Wie war es denn da überhaupt? So. Weiß ich überhaupt nicht. Wir haben es rausgefunden. Santa Teresa Gallura. Das wollte ich nicht sagen, weil man denkt, das ist ein Wirtshaus. So, wieder mal ein exzellentes Frühstück. Danke, Hannes. Nur noch schöner werden. Cappuccino. Großes Kino, jawohl! Ja, weil der Presse das Gehirn, ein Dings, den Stand, den er haben lassen hat, müssen wir ersatzweise ein Kappel aufhängen. Wir müssen uns deklarieren, wenn wir es an. Zudem tun wir das als Nachweis, dass wir es wirklich sind, anstelle des anderes Hissen. Musik! Zu Ehren! Zu Ehren unseres Clubs! Musik! Oh, schau, schau, schau. Warte,
Palatschinke, Calzone. Machen wir nämlich so, schwapp, machen wir zu. Palatschinke, Calzone. Geht weiter. Das ist eine gesunde Palatschinke. Jawohl. Du bist 100 Jahre alt. Ein wunderschönes Altstädtchen. Der einzige Wermutstropfen ist das, wir müssen da ein bisschen aufgehen. Ja, 10 Minuten. Ja gut, das halten wir aus. 10 Minuten. Jetzt nur mit bergauf. Jetzt nur mit bergauf. Da drüben ist Sardinien und das ist so weit weg. Wir laufen geradeaus in Bonifacio. Es war wunderschön da, war echt eine Reise wert. Es war nicht ganz so günstig wie bei den anderen, aber es ist noch überschaubar, die Bordkasse. Da ist noch ein bisschen was drinnen, wir brauchen uns noch keine Sorgen machen. Ja, und jetzt schauen wir, wo uns der Wind hintreibt. Salute! Salute! Salute, salute! Frühstückscafé! 9 Uhr, was ist? Mein Walter Suff! Ein Badestopp ist angesagt, ober der Hans.
Das ist schon wieder was Gutes für heute. Umgehungen von Loch Ness. Hast du schon Fische gesehen? Nein. Und Plastikbätzen habe ich gesehen unten. Der Reini hat das ganz groß aufgemacht, weil wir einfach da dahin düsen, wie noch was. 2,9 Knoten und 5,2 Knoten Wind, also das entspricht in km/h sehr wenig. Das nächste Mal gehen wir einfach übers Wasser, sind wir genauso schnell. Es gibt jetzt Mittag eine Salatplatte zu den Käsekleinern. Letztes Brutzeln auch schon im Rohr. Saugeil. Erst den Duft von den Händeln in der Nase gehabt habe. Da ist dann angegangen. Aber brutalst. Und jetzt gehen wir. Ich tue mich rein. Ja, da sind sie über, dass dann die Glaslinien drin nicht anlaufen.
Hering. Da will mehr kommen hin. Mille. Da gibt es so viele verschiedene Häfen da auf Maddalena, dass ich nicht weiß, welchen das ich nehmen soll. Irgendwann werden wir schon erwischen. Ich hab die Zegel einmal rausgekommen heute. Ja, das sind drei Dürche. Drei Dürche zum Trickern haben wir rausgekommen. Ja. Und das hat hervorragend funktioniert. Das brauchst du nicht kaufen. Nein. Gibt's. Keine Werbung. Das ist gut. Jede Krone, ein Scheiß. Becherowska.
ist extrem stark. Also, die haben ordentlich gefrühstückt heute und wir segeln da permanent zwischen 9 und 12, 13 Knoten Wind. Haben schon, weiß nicht, glaube ich, 80, 90 Wänden werden wir schon gehabt haben heute, oder? Ha? Was sagt ihr? Ich glaube schon, ne? Aber wir haben, nein, ich sag's nicht. Wir haben eine kleine Hilfe heuer, aber das bleibt unser Geheimnis, die kleine Hilfe, weil wir uns ein bisschen leichter dann und noch immer ganz entspannt sind, obwohl wir schon so viel Kacke haben. Ja, und jetzt geht's da hier Richtung Portisco. Wir haben gerade soeben passiert Porto Cervo, einer der bekanntesten, berühmtesten Yachtclubs Sardiniens oder Italiens. Da schauen wir dann morgen hin, da schauen wir uns dann die mega geilen Yachten an. Ich habe momentan einen gewaltigen Stress. Jetzt haben wir, wie viele Wänden haben wir gemacht heute? 80, 90, ja. Die Mannschaft ist wirklich ausgestanden, sie lechzen schon nach Essen. Ich glaube, wir müssen den Börn jetzt überreden, dass er uns so zubesteuern lässt, dass wir uns dann ein bisschen Futter zubereiten. Ah, der Khashoggi ist gerade rausgefahren da und auf das trinken wir jetzt. Auf das trinken wir jetzt ein Achterl. Ja, wo ist das meine? Es ist ein Wahnsinn. Ah, weh. Ich habe da eine Timesharing-Hängematte mit dem Erich und es ist der Oberknaller. Ungefähr 5 Minuten und dann ist zu essen. Und schon alle Busser. Ich hoffe, es passt. Ah, hola. So. Prego, mangiare. Heute noch sehr zeitig in der Früh, ich glaube so 8 oder was, laufen da gerade aus, Porto Rotondo, so ein bisschen Hofen Marina der Schönen und Reichen, wo wir uns halt auch dazu zählen mittlerweile. Und ja, heute geht es dem Ende zu, die Reise führt uns zurück nach Canigione, dort wo wir weggefahren sind, und da müssen wir spätestens um 4 Uhr sein. Also, nachdem uns der Morgen schon ein bisschen knurrt, noch kein Frühstück im Trainer ist, haben wir gesagt, wir bleiben gleich wieder stehen, da schaut es eh nicht so schlecht aus. Wir duschen jetzt den Anker rein und schauen uns wieder das türkisfarbene Meer. So schaut es aus. Ja, schön steht noch. So, für den letzten Tag. Okay. Nach dem Morgensprung habe ich die Morgenlatte vorbereitet heute. Die Knuser heißt sie. Die neue Latte. Deine? Ja, danke schön. Hoppala. Präsidente. Danke sehr. Schriftführer. Kameramann. Smutti. Der Letzte, der hat unsere hervorragende letzte Eierspeise für diesen Turn vorbereitet. Schaut euch das an, bitte. Die Morgenlatte ist da. So, wir haben sie aufgeteilt, die Latte. Im Alter wird der Schatten kürzer.
Passt. Salute. Wind, 6 Knoten, fort 4. Die schnellste Gewand und die größte Yacht. Gin Tonic mit Himbeer. Himbeer, Gin Tonic. Kommt gewaltig gut an. Himbeer, Zitrone. Wir haben jetzt gerade eine Ehrenrunde gedreht im Porto Cervo. Das ist so ein bisschen der Highlight anscheinend in Sardinien. Gerade hinter uns ist der Yachtclub Porto Cervo. Da finden sehr hochklassige, weltweit bekannte Regatten statt. Und das ist der Marina Porto Cervo, wo da die kleinen Motorboote liegen. Ja, schaut recht schön aus da. Also ich glaube, da sind schon Leute, die ein wenig Pulver haben. Ne? Wunderschöne Gartenanlagen. Wir, und wir. Und wir, genau, da zählen wir uns dazu. Seit letzten Samstag. Das kühle Nass hier da in die Ritze reinfährt. Karibik pur! Ja, in der Karibik braucht man Katamaran, weil das Wasser genauso flach ist wie da. Hallo. Wir kommen gleich heim. Schon. Und irgendwann bleib ich dann durch. Lass alles länger stehen. Gib mir heim wie immer vor. Ich nehm den in der Mitte. Ich nehm den oben. Einer nach dem anderen schwer.